Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem Video. Es ist der 9.12.2020. Heute war keine Assistentin da. Aber ein Herr hat sich vorgestellt als Assistent. Er war sehr sympathisch. Und wir hatten ein nettes Gespräch. Und ich kann mir vorstellen, ihn einzustellen. Es hat mich sehr gefreut, dass er sich gemeldet hat. Und wir haben jetzt 4 Arbeitstage ausgemacht, wo wir uns kennenlernen wollen. Und prüfen, wie wir uns verstehen und ob wir was zu reden miteinander haben. Und ich freue mich schon drauf. Und es war ein angenehmer Nachmittag mit ihm und meinen Vorstellungen und Wünschen zur Assistenz. Ich glaube, ich war ihm auch ganz sympathisch. Ich habe einen Seitenstrangangina. Mir tut das Ohr und der Hals beim Schlucken weh. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich gestern draußen war. Mit Sonja. Morgen kommt Sonja auch. Da werde ich hier von dem Vorstellungstermin erzählen. Und müssen noch Termine abgleichen. Für Jänner und Februar. Und ich hoffe, dass es einen guten Anfang nimmt, wenn Daniel, so heißt er, wenn man jetzt arbeiten beginnt. Und ja, ich bin eigentlich ganz gut drauf deswegen und freue mich. Ich bin heute sehr müde und habe ziemliche Schmerzen beim Sprechen und Schlucken. Meine Mutter sagt, ich bin selbst schuld. Naja, der Meinung bin ich nicht, aber naja. Ich habe heute auch mein Luftbefeuchtungsgerät laufen, damit sich das Ganze nicht auf die Lunge schlägt. Ich hoffe, es wird bald besser. Und dass wir morgen wieder rausgehen können, wenn es nicht zu kalt ist. Mal schauen. Und ja, ich habe heute nochmal mit Kerstin telefoniert. Sie hat mich aufgebaut, was die letzten Tage so angeht. Weil ich mir doch ganz schöne Vorwürfe gemacht habe, was Corinna angeht und die zu viel geschriebenen Stunden. Und sie hat mir aber gesagt, dass manchmal uns nichts anderes überbleibt, als Leuten zu vertrauen und dass das oft in die Hose gehen kann. Und das nicht meine Schuld ist. Und dass ich sie beim nächsten Mal nur besser machen kann. Und das werde ich auch. Und ja. Mal schauen. Sonst gibt's nicht viel Neues. Mir geht's ganz gut. Okay.
Wann kommt Sonja schon? Gegen 9. Und wird mich dann bald aufwecken. Und meine Zimmer sauber halten. Und ja, das ist halt auch was, alle paar Tage gemacht gehört. Und dass ich nicht an meiner Mutter hängen lassen will. Aber naja. Es gibt halt, wie gesagt, heute nicht besonders viel. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao. Eure Ines. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.